Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen DBD Killer Gameplay Video hier bei mir. Ich bin Grex, schön, dass ihr am Start seid. Wir spielen heute den zuletzt in DBD erschienenen Killer Pinhead, den Xenobit. Dowsy hat vor einer Weile ein Video gedroppt, in dem er den Perk Horter von den Twins als OP für Pinhead eingestuft hat und das wollte ich auch mal ausprobieren. Falls ihr Dowsy aus irgendeinem Grund noch nicht kennen solltet oder das Originalvideo sehen wollt, schaut es euch hier oben an oder klickt den Link unten in der Videobeschreibung. Bei dem Perk Horter ist es nun so, dass wir im Umkreis von 64 Metern benachrichtigt werden, wenn jemand eine Kiste durchsucht oder ein Item aufhebt. Zusätzlich dazu werden noch zwei weitere Kisten auf der Map spawnen und die Itemqualität von den Sachen in den Kisten ist reduziert. Was bringt uns das jetzt genau für Pinhead? Naja, Pinhead hat diesen Rätselwürfel, den Survivor finden und lösen müssen, um nicht von Ketten verfolgt zu werden. Und dieses Teil ist ein Item. Bedeutet, wenn sie ihn aufheben, werden wir benachrichtigt, wir können dorthin gehen, verhindern, dass sie ihn lösen und wenn wir sie gedownt bekommen, während sie den Würfel noch in der Hand haben, startet diese Kettenjagd automatisch. Dazu haben wir noch den Perk Barbecue and Chili dabei, damit wir, wenn wir einen Survivor gehookt haben, auch mitbekommen, wo sich die anderen Survivor befinden und zusätzlich Blutpunkte bekommen. Dazu haben wir noch Sackgasse und Pop Goes the Weasel dabei und wer in meinen letzten Streams dabei war, weiß, dass ich diese beiden in letzter Zeit sehr gerne spiele. Wenn ein Survivor einen Generator repariert, wird der Generator mit dem nächsthöchsten Progress für 30 Sekunden geblockt. Somit kann ich noch einen Survivor hooken und dann mit Pop Goes the Weasel zu diesem Generator gehen und ihn um 25% zurücksetzen. Außerdem haben wir noch Larrys Überreste als Add-on dabei, damit sie 4 Sekunden länger brauchen, wenn sie diesen Rubik's Cube lösen möchten und ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, sie dabei zu interrupten. Außerdem noch Stück von Frank, damit sie erschöpft sind, wenn sie den Würfel in der Hand haben. Dieses Add-on habe ich ein bisschen vergessen, aber nichtsdestotrotz, es war eine Mega-Runde und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Skiort am Mount Ormond. Welcher Killer würde sich nicht wünschen, auf Ormond zu spielen? Mal sehen, wie das mit Pinhead läuft. Okay. Auf meiner Seite ist vermutlich keiner gespawnt, weil ich relativ mittig da gestanden bin. Deshalb gleich mal auf die andere Seite. Außerdem müsste hier drüben irgendwo auch mein Würfelchen sein. Mit Horter. Okay. Ist das unser Würfel oder ist das eine Kiste? Nee, er hat den Würfel. Mal schauen, ob wir ihn erwischen. Er ist auf jeden Fall ahnungslos, macht aber nicht so viel, weil er weiß, dass wir hinter ihm her sind. Ist hier das Fenster gleich? Nee, hier ist kein Fenster. Das ist gut. Er droppt down. Hat hier eine Mini-Palette. Mal schauen, ob wir ihn... Wir erwischen ihn. Jawohl. Jawohl. Und schon startet eine Chain Hunt. Das ist ein Mega-Start. Mega-Start für diese Map. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Hier haben wir auch gleich einen Hook. Und dann schauen wir mal. Mittig, glaube ich, habe ich jemanden gehört. Der mittigste ist eh der Gen, den man am längsten protecten sollte. Mal schauen. Okay, mal ein Hit auf Dwight. Wieso bleibt er stehen? Wieso ist er jetzt stehen geblieben? Wollte er unbedingt den Hit? Hier Pop drauf. Mal sehen, wo der andere hingegangen ist. Okay, hier ist der Würfel. Mal sehen, ob ich den mit der Kette unterbrechen kann. Nee, der ist ja mega weit hinten. Da komme ich niemals hin. Er hat sein Item wieder aufgehoben. Er hat irgendein Item dabei. Nice! Damit habe ich nicht gerechnet. Und er läuft in eine Kiste. Davids haben normalerweise immer Dead Heart. Gib's zu, du hast Dead Heart. Komm, du willst es. Du kriegst es. Sehr schön. Gut. Aber Chain Hunt ist schon wieder vorbei. Er hat den Würfel lösen können, ohne dass wir ihn daran hindern konnten. Hier in der Mitte ist auch wieder wer an dem Gen. Ich habe gar nicht aufgepasst. Gerade war noch Sackgasse aktiv. Irgendwo war ein Gen geblockt. Wieder zum Safen? Nee.
Hier gehen wir jetzt um. Sag ich doch, hier ist irgendwer. Jetzt von oben runter gedroppt. Okay. Hier nochmal den Regress drauf. Wir machen hier mal die Tür auf. Boah, easy access, würde ich sagen. Okay. Der Gen ist ihnen ziemlich heilig. Nice. Da hinten hat auch wer wieder was aufgehoben. Da komme ich nicht rechtzeitig hin. Vielleicht mit meiner Power. Nice. Er hat abgebrochen. Sehr cool, sehr cool. Erwische ich nicht. Ist der Gen im Weg? Und vielleicht hier durchs Fenster? Wieso bleibt er so lange stehen? Wieso hat das nicht gezogen? Was war das für ein Vault? Was ist denn bitte los? Irgendwas ist faul mit diesem... Auch hier ganz kurz stehen geblieben. Aber wir haben wieder eine Chain Hunt. Sehr schön. Das war Gott sei Dank nicht der Mittige. Der Mittige ist wieder geblockt. Somit können wir Pop drauf und die Chain Hunt startet. Hier mal schauen, ob wir zu diesem... sollte passen, ja. Ja. Keiner da, um einen Pellet safe zu machen. Hier kommt wer geeiert. Hier sind zwei Leute anscheinend. Okay, der David. Hier ist eigentlich gar nicht so viel Fortschritt auf dem Gen. Der müsste gar nicht gepoppt werden. Wow, aber er hat abgebrochen. Er hat abgebrochen. Das ist sehr gut. Okay. Kurz ein Fake. Und wir behalten ihn an der TNL. Sehr schön. Könnte sein, dass er es schafft. Wir halten ihn mit den Ketten auf und starten die nächste Chain Hunt. So ist das was. So haben die Leute hier immer ordentlich was zu tun. Genauso muss das sein. Und schon startet sie. Heißt auch hier drüben. Schauen wir mal auf den Gen. Kaum Progress, aber... Okay. Okay. Fair enough. Schön, schön. Dafür, glaube ich, ist jemand zum Anhof gegangen, ha? Huh? Nein? Okay. Oh. Komm, ich bin ein Check. Komm, gib mir das Check. Gib mir das Check. Lass mich rein. Jetzt. Oh, Mist. Genau gelöst. Eine Millisekunde zu spät. Ich hätte nicht so früh meine Power chargen sollen. Ich habe einfach... Was macht er? Diese Dwight ist so weird. Es ist ein Dwight. Okay. Hier kommt noch ein Adam. Was will Adam? Einen Hit. Kann er natürlich haben. Ich glaube, Adam. Ist Adam nicht schon Deadhook? Ich glaube, das ist der, der sich am wenigsten einmischen sollte. Ja, sehr schön. Mal schauen, ob wir da irgendwas draus ziehen können. Und das ist ein Hit. Ach, Mist, er ist weitergelaufen. Hier sitzt wieder wer dran. Okay. Okay, er hat wieder abgebrochen. Das heißt, wir haben eine gute Chance, dahin zu kommen. Es ist auch Adam, er ist auch verletzt. Er ist bestimmt irgendwo hier hinten. Okay. Okay, er hat disconnected. Das war aber keine Absicht, oder? Wieso sollte er disconnecten, wenn er den Würfel gerade lösen will? Das sieht mir nach einem normalen Disconnect aus. Aber man muss fairerweise sagen, er wäre eh dead on hook gewesen. Also den, wenn ich jetzt gefunden hätte, dann wäre er sowieso aus dem Game gewesen.
Deadhard, okay, kein Deadhard, wegen Kette. Sehr schön. Sackgasse ist aktiv. War wieder hier auf dem mittigen. Wir packen ihn in den Keller. Sackgasse ist durch, dann können wir auch gleich den Pop hier verwenden. Und hier ist gerade wer nach oben gelaufen. Keine Blendgranate. Okay. Ah, das hätte schon klappen können. Medium Volt, das wäre es gewesen. Und zack. Oh nein, er hat die Palette auf der falschen Seite getroffen. Sehr cool. Sehr cool. Schau mal, ob ich da was draus ziehen kann. Der David ist auf alle Fälle verletzt. Komme ich noch rechtzeitig? Oh, yes. Ich dachte schon, die Kiste ist zu lang. Sehr cool. Chain Hunt und David down. Oh, okay. Okay, anscheinend bin ich am Tunneln. Tut mir leid. Tut mir leid. Boom. Jetzt handle ich aber nicht mehr. Jetzt ist alles gut. Nun kann man ihn hooken. Okay, die Mac. Nice. Hits for free sind immer willkommen. Nehmen wir. Danke. Ist er Deadhook? Weil wieso würden sie sich dann... Oh, okay. Ja, er ist Deadhook. Wir porten uns. Er ist komplett auf der anderen Seite der Map. Bringen uns jetzt keine Chain Hunt, aber er ist verletzt. Wir wissen, wo er ist. Power, Chuck. Gleiches Spiel wie vorher. Wenn er so langsam dran ist, dann kommt er anscheinend nicht mehr rechtzeitig durch und droppt dann die Palette panisch auf der falschen Seite. Weil normalerweise funktioniert das Droppen ja nur, wenn man durchgelaufen ist, solange man Shift hält, beziehungsweise solange man sprintet, aber mit der Kette sprintet man nicht mehr. Somit geht man einfach nur und dann kann man auch die Palette auf der falschen Seite droppen. Das ist cool. Okay, Unhook kommt instant. Da sie nur noch zu zweit sind, macht es keinen Sinn, irgendwo anders hinzugehen. Würfel müsste jetzt komplett auf der anderen Seite gespawnt sein. Wir haben die Mag anscheinend noch gar nicht gehookt. Ah, Mist. Mist. Okay. Wir hitten ihn noch, dass er was zu tun hat und suchen uns dann die Mag. Wir auch gar nicht lange suchen. Ich schätze mal, sie nimmt das Fenster der T-Wall. Ja. Und dann nochmal die L-Wall. Nice. Und läuft dann einfach in die Wand beim Rückwärts schauen. Okay. Ab an den Haken. Mal schauen, ob wir den Dwight irgendwo sehen. Er hat ja nicht viele Optionen. Entweder er versteckt sich jetzt, dass wir ihn nicht sehen. Oder er heilt sich. Da hinten hat er sich geheilt. Oder er macht den Würfel, was ihn auch verraten würde, weil bald eine Chain Hunt startet. Hier drüben haben wir die Kratzspuren. Okay, ja, okay. Er ist altruistisch und geht zum Unhook. Ah, oh, ich dachte, es ist daneben. Okay, er hätte schon anhooken können. Dann halt nicht, ist auch okay. GG. Oder hat er noch DS? Nee, kann er gar nicht. Er hat sich geheilt. GG. Schönes Game. Schönes Game auf Ormond. Aber man merkt trotzdem, es ist eigentlich relativ gut gelaufen für mich. Und trotz dessen waren nur noch zwei Gänse übrig. Also, Ormond OP. Hier noch die Paletten wegmachen. Und ab dafür. Schönes Game.
Hat echt Spaß gemacht. Die Chainhunts haben wir ordentlich oft aktivieren können. War echt cool. Erbarmungsloser Killer sogar. Sehr nice. Alles klar, Leute. Das war's auch schon wieder. Lasst mir ein Abo da. Haut ein Like raus, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare, falls ich irgendwas anders machen sollte oder besser machen. Schaut auf Twitch vorbei. Würde mich alles mega freuen. Haut rein. Wiederschauen. Reingehauen. Bis bald. Tschaußen.